So, anscheinend habe ich als Einzige ihre Zusammenfassung mitgenommen. Dann fasse ich den Text von Paul zusammen. Und was ich mich so erinnern kann, war das die erste ganze Folge von Kottern, die ich je gesehen habe. Als Kind habe ich zwar schon immer mal wieder im Fernsehen das gesehen, nur dann wurde es schon spät und ich musste dann ins Bett, also habe ich auch viel nicht mitbekommen. Aber ich habe immer mitbekommen, es ist sehr lustig und immer dieses Fourth Wall Breaking, also dass er immer wieder zum Publikum spricht, außerhalb des Filmes sozusagen. So, was ich mich auch noch erinnern kann vom Film, also es fängt bei einer Tankstelle an, also die Folge Episode 4, Nachttankstelle. Und es kommen da eben so eine Bad Boy City Rollers Band, also eben die ganzen Typen mit ihren Vespas, die gerade mal 55 km/h fahren können. Ja, und also vom Plot her war es für mich am Anfang sehr switchy, also ich habe mich am Anfang nicht so ausgekannt, auch mit diesen Insider-Jokes, also ich kannte schon ein paar, also dieser Chris Lohner-Joke und so, den ihr jeder kennt. Und was ich noch in Erinnerung habe, dass sie in einem Café sitzen und da war ein Kellner mit eben dem perfekten Wiener Charme, eh so nicht mein Problem auf die Art, das fand ich sehr cool. Und vom Schauspiel her fand ich es damals sehr interessant, weil halt 80er Jahre Wiener Film, ja. Und sonst, tja. Schaut euch einfach nochmal Episode 4 von The Recording an, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Und mehr Zeit habe ich nicht mehr, um das zusammenzufassen. Dankeschön und viel Spaß bei dem, was